Liebe Aspergerinnen, liebe Asperger, herzlich willkommen zu Högel TV. Hallo Aspergen, Ausgabe Nummer 110. Heute bei mir zu Gast Patrick Gellhoth, neuer Filialleiter der Sparkassen Aspergen. Herzlich willkommen, Herr Gellhoth. Ja, danke, Herr Lexmann. Freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ja, freue mich auch, wenn wir gleich mal darüber sprechen, wie tickt der Neue sozusagen. Frau Sander ist sicherlich vielen Kunden am Begriff, war lange Jahre hier, Hat jetzt auch neue Aufgaben in der Stadt Osnabrück bekommen. Und da ist es natürlich für die Hasberger und Hasberger interessant zu wissen, wer der Nachfolger ist. Da kommen wir gleich mal sofort drauf, Herr Gellhoth. Zunächst erstmal wieder einige Zahlen, wie das so üblich ist. Ja, nach einigen Tagen, in der die Zahl der Infizierten abnahm, und zwar erfreulich abnahm, hat es jetzt tatsächlich 100 Infizierte in Stadt und Land Osnabrück gegeben gestern und dadurch netto 50 Infizierte mehr auf jetzt wieder 606. Dadurch ist das wieder ein bisschen angestiegen. Wir hoffen ja darauf, dass die Inzidenz unter diesen Wert von 50 fällt, die Politik für besonders wichtig erachtet und dementsprechend auch für Lockerung stehen könnte. Also der heutige Tag war da nicht so optimal, im Gegensatz zu den letzten, die sehr positiv da waren. In Hasbergen haben wir 4 Infizierte. Die Inzidenz, so hat Sönke Siegmann ausgerechnet, der postet das jeden Tag auf Facebook, liegt bei 0. Wir haben also 7 Tage keinen einzigen Infizierten, keinen Neuinfizierten in Hasbergen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen. Dann steht heute in der Zeitung ein sehr schöner Artikel, wie ich finde, hat Michael Pohl hervorragend geschrieben, zu einem möglichen dezentralen und temporären Impfzentrum in Hasbergen. Ist alles richtig, was da steht. Der Landkreis hat grundsätzlich nichts dagegen, dass man das machte. Wir hätten auch die Voraussetzungen, würden das grundsätzlich gerne machen, so wie die anderen Kommunen im Landkreis ebenfalls. Aber Voraussetzung dafür ist natürlich, dass genug Impfstoff zur Verfügung steht. Wir alle wissen, das ist derzeit nicht der Fall. Also jeder, der in der Gruppe über 80 ist, soll bitte weiter versuchen, einen Termin in Georgsmarienhütte zu bekommen. Ob und wann wir das hier in Hasbergen machen dürfen, und wie gesagt, das entscheidet der Landkreis, das ist überhaupt noch nicht gewiss. Also bitte gehen Sie erstmal den Weg über Georgsmarienhütte. Wenn wir irgendwann ein Angebot bekommen, oder werden wir natürlich versuchen, da dran zu bleiben, dann melden wir uns so schnell, wie es geht. Aber bitte nicht in den Bemühungen nachlassen, nach Georgsmarienhütte zu kommen. Das wird ja irgendwann dann auch in der Hotline hoffentlich ein bisschen besser, als es in den letzten Tagen war. Haben wir auch nicht zu beeinflussen. Aber das ein oder andere, Herr Gellhoth, haben wir zu beeinflussen, und zwar hier in Hasbergen. Stellen Sie sich doch erstmal vor, vielleicht erstmal privat, Was machen Sie so, wo beschäftigen Sie sich besonders gerne mit, wo wohnen Sie und solche Dinge. Ja, wie gesagt, herzlichen Dank erstmal noch für die Einladung. Freue mich, dass ich heute hier sein darf. Patrick Gellhoth mein Name, bin 42 Jahre alt. Wohne selber mit meiner Frau, meinen noch beiden Kindern. Im Mai werden es hoffentlich dann 3 gesunde Kinder sein in Melle. Bin also ein bisschen weiter weg von Hasbergen so gesehen. Ja, bin da geboren und aufgewachsen. Freue mich, dass ich jetzt aber in Hasbergen meine Tätigkeit hier antreten darf als Nachfolger von Frau Sander, die ja sehr viele Jahre Leiterin in Hasbergen mit war. Trete ich, glaube ich, durchaus in große Fußstapfen und hoffe, dass ich die gut ausfüllen kann, dass sowohl meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Filiale als auch Sie als Kundinnen und Kunden der Sparkasse hoffentlich auch mit mir und unserer Arbeit weiterhin zufrieden sein werden. Genau. Bin insgesamt schon seit über 25 Jahren bei der Sparkasse Osnabrück tätig, habe im August 95 meine Ausbildung bei der damaligen Stadtsparkasse angefangen und ja, quasi Ausbildungsende war dann zu Zeiten schon der Sparkasse Osnabrück nach der Fusion letztendlich mit gewesen. War dann ein Jahr in Bad Rothenfelde eingesetzt, habe dann meinen Zivildienst, den es damals noch gab. Ich glaube, Jüngere kennen das mittlerweile gar nicht mehr mit Zivil- oder Wehrdienst in dem Bereich mit. War dann mehrere Jahre am Ahnplatz in der Filiale tätig, als Stellvertreter dann anschließend beim Kalkübel, um dann wieder als Stellvertreter zum Ahnplatz zurückzukehren. Und nach dem Umzug der Filiale vom Ahnplatz war ich dann 3,5 Jahre am Weinkarree in der Filiale tätig. Und freue mich, dass ich jetzt in Hasbergen wieder den Landkreis als Sparkasse Osnabrück bekleiden darf. Wenn ich mal fragen darf, wo ist denn das Weinkarree? An der Adolfstraße, wenn okay. Ihnen das Medikos etwas sagt. Ja, klar. Da quasi in einem Bereich, also Medikos war direkte Nachbarschaft der Filiale dann letztendlich mit. Ah ja. Gut, wollte ich gerade sagen, lernt man nie aus, Weinkarree war mir neu. Das heißt, Hasbergen ist jetzt quasi ja, die 6. mit Ausbildung, dann 7. Station, wenn ich das so schnell so gezählt habe. Ja, das ist, genau. Denke ich,
ganz üblich so in der Sparkasse, dass man natürlich durchaus verschiedene Stationen durchläuft. Und es ist auch gut, wenn man dann ein dichtes Filialnetz hat, dann gibt es nämlich diese Möglichkeiten. Dann bietet sich das an, genau. Was machen Sie so privat noch, so als Hobby? Insofern kennen Sie Hasbergen bereits? Und ja, also ich habe fast gesagt, mit Hasbergen verbinde mich tatsächlich ein bisschen was. Ich versuche regelmäßig zu joggen. Das war früher auch noch mal etwas mehr, muss ich fairerweise mit dazu sagen. War aber seinerzeit auch bei der Nacht von Hasbergen, habe ich des Öfteren als Teilnehmer mitgemacht. Von daher kenne ich die Laufstrecke in dem Bereich hier noch sehr gut. Ich glaube, ich würde sie sogar jetzt auch noch finden, obwohl ich halt mehrere Jahre schon nicht mehr daran teilgenommen habe. Es sei denn, die Strecke hat sich geändert. Dann wird es ein kleines Problem, aber ansonsten würde ich die Runde, glaube ich, so noch mit hinbekommen. Die Strecke hat sich tatsächlich ein bisschen geändert. Jürgen Hiemann und Tommy Reichenberger haben das genau jetzt auf 3333 Meter gemacht, um eben, wenn man drei Runden hat, exakt auf 10, das nicht, um exakt auf die 10-Kilometer-Variante zu kommen, um die Vergleichbarkeit herzustellen, haben die minimal geändert, aber verlaufen würden sie sich auch jetzt nicht, das ist richtig. Ja. Ja, und sie kommen dadurch, das haben wir im Vorgespräch, ja, aus einer Läuferfamilie. Ihr Vater war ja für den SC Melle intensiv tätig, in Bezug auf, war ja quasi der Laufchef des SC Melle jahrelang, und da hatte ich auch einiges mit ihm zu tun, in meiner damaligen Eigenschaft bei der Barmer in Melle. Stellen Sie ihm bitte viele Grüße. Das mache ich auf jeden Fall, ehrlich gesagt. Genau, also das Laufen ist ein Thema, Nacht von Hasbergen, das Wandern, haben Sie gesagt, ist ebenfalls ein Thema, ein Hobby, was in diesen Tagen ja jetzt mehr haben, als es vorher mal der Fall war. Wenn man im Moment so durch die Wälder geht, ist das schon ganz interessant. Wenn es irgendwo hochgeht und man keine passenden Schuhe hat, muss man davon ausgehen, dass man gar nicht hochkommt. So verschlammt ist es ja. Aber da haben Sie bisher den Hügel noch gar nicht so kennengelernt, haben Sie gesagt. Nee, der hat mich tatsächlich bisher noch nicht so ereilt. Das ist aber ein Ziel, was ich mir noch mit auf die Fahnen geschrieben habe, um einfach auch Hasbergen und Umgebung da noch mal ein bisschen näher kennenzulernen. Werde ich mit meiner Frau, meinen Kindern dann mit angehen, um mir halt auch die nähere Hasberger Umgebung dann auch noch mit anzuschauen. Genau, das bietet sich ja im bald heraufziehenden Frühling noch mehr an. Herr Gellhut, Sie haben die Station beleuchtet, wo Sie waren. Deswegen ist es ja schlecht zu sagen, warum Hasbergen, sondern man wird ja sozusagen eingesetzt. Aber wo sehen Sie Ihre Chance hier in Hasbergen? Wie groß ist das Team überhaupt? Wie viele Beschäftigte sind hier derzeit? Wie kann man das so, stellen Sie das doch ruhig mal Ihre Filiale vor. Also, insgesamt 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive Auszubildender und mir dann als Leiter der Filiale, sind also mit 10 Köpfen unterwegs, wovon 3 Teilzeitkräfte mit dabei sind, und da bieten wir für unsere Kundinnen und Kunden das ganze Spektrum ab, von Privatgirokonten mit Online-Banking als wichtigen Thema, gerade in der derzeitigen Situation mit Corona-Einschränkungen und allem drum und dran. Freue mich aber, dass viele Kundinnen trotzdem in die Filiale kommen, was auch gerne angenommen wird weiterhin, um Beratungstermin vor Ort in der Filiale wahrzunehmen. Ansonsten bieten wir da natürlich auch gerne immer telefonische Beratungsmöglichkeiten an, gegebenenfalls auch mit Unterstützung durch den PC, wo wir auch Möglichkeiten geschaffen haben, dass Kunden da die Möglichkeiten immer nachverfolgen können. Ja, also Richtung online-mäßig. Ansonsten alles, was so das klassische Kreditgeschäft anbetrifft, machen wir natürlich in der Filiale, als auch die ganz normale Anlageberatung, was so allgemein mit hinzugehört hat. Das Bargeld, deswegen ist ganz interessant, wie viele da kommen. Sonst in der Sparkasse stellte man immer fest, man steht in der Schlange am Geldautomaten, weil da mehrere Menschen sind. Jetzt habe ich meinetwegen in der letzten Woche tatsächlich habe ich mal 100 Euro geholt. Ich habe gestern mal geguckt, waren immer noch 100 Euro, weil man ja einfach nicht so viel Bargeld im Moment ausgibt. Wie stark haben Sie da irgendwie eine Zahl, wie stark ist das runtergegangen jetzt in dieser Krise, diese Nutzung von Bargeld? Kann man das an Geldautomaten in irgendeiner Form festmachen, an Transaktionen oder so? Ist das in irgendeiner Weise festgehalten? Es gibt natürlich intern Statistiken, aber da habe ich keine aktuellen Zahlen, ob es da Verschiebungen seit letztem Jahr gegeben hat. Was natürlich generell ansteigt, das ist die Nutzung der Kartenzahlungen in Geschäften. Nicht nur, das kann man ja auch in der Presse immer mit entnehmen, also es ist nicht nur ein deutschlandweites Phänomen, natürlich auch in dem Osnabrücker Beritt dann als solches, wo Hasbergen dann ja mit zugehört, also auch hier die Zahlungen mit der Karte zugenommen haben. Sei es, ob das jetzt die Kontaktlos-Variante ist mit der Karte oder auch über das Handy mit dem mobilen Bezahlen machbar.
Sagt, aber ich kann jetzt leider so nicht sagen, ob die Nutzung der Geldautomaten runtergegangen ist. So aus dem Bauch raus könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht die reine Anzahl sogar einigermaßen konstant geblieben ist, aber vielleicht die Abhebungssummen geringer geworden sind. Ich kann das Geld ja vielleicht auch nur einmal ausgeben, wenn ich es mit der Karte zahle, kann ich es nicht mehr bar abheben dann in dem Zusammenhang. Ja, dass ich statt 400 Euro nur 100 hole oder so. Das, zum Beispiel. Das kann natürlich auch durchaus sein. Ja, aber man stellt es eben insgesamt tatsächlich so ein bisschen bei sich selber fest. Und ich glaube, da bin ich gar nicht ganz alleine dabei. Herr Gelluth, Hasbergen bleibt erhalten, hat Frau Plassmann gesagt, als sie hier bleibt. Also die Filiale ist nicht irgendwo auf einer roten Liste, ist nicht gefährdet. Mhm. Ich glaube, in diesen Zeiten besonders wichtig. Wir haben hier in Hasbergen natürlich auch immer eine Thematik, wie überall, Bauland ist relativ knapp, Bauvorhaben sind recht selten. Also das heißt, sie sind nicht selten, sie sind schon relativ häufig, aber sie sind trotzdem überzeichnet. Also es würden gerne noch viel mehr Menschen bauen wollen. Wie nehmen Sie das wahr in den Gesprächen, was die Baufinanzierung anbelangt? Funktioniert das problemlos? Also die Zinsen sind ja auch immer ein Thema. Wie nehmen Sie die Entwicklung da wahr? Es ist generell so, dass wir da stabile Baupreise letztendlich mit haben, dass wir da auch keinerlei Blase irgendwo mit sehen, dass man jetzt sagt, so auf einmal brechen jetzt die Preise für Neubauvarianten zurück oder auch halt für den Kauf von bestehenden Häusern und Wohnungen, dass wir da also definitiv keinerlei Blase sehen. Wir sprachen eben die niedrigen Zinsen an, die haben wir jetzt ja schon seit ein paar Jahren in dem Zusammenhang, dass wir ein sehr niedriges Zinsniveau haben. Das Zinsniveau wird, denke ich, auch weiter niedrig bleiben durch verschiedene Maßnahmen, auch beispielsweise von der Europäischen Zentralbank, gehen wir von einer leicht steigenden Inflation aus, was sich auf den langfristigen Bereich auf einen leicht, betonen auf niedrigem Niveau, leicht steigenden Zinsniveau bemerkbar machen kann. Aber es wird weiter interessant werden zu bauen. Eigentum, der selbstgenutzte Wohneigentum, beste Form der Altersvorsorge, wo man jetzt einfach schon drin wohnen kann, und das wird weiter einen hohen Stellenwert mit haben. Und dann unterstützen wir auch jeden gerne, den Wunsch zu erfüllen. Also das ist so, Zinsen sind dann eben zumindest leicht im Plusbereich, was ja durchaus wichtig ist. Beim Minusbereich kommen wir wirklich in ganz gefährliche Tendenzen. Das erwarten Sie nicht, das ist sicherlich schon mal eine gute Sache. Sie sind jetzt seit wie vielen Tagen, sind Sie jetzt hier? Oder? Ich bin jetzt quasi in der vierten Woche mit, also die ersten drei Wochen komplett durch, und morgen hätte ich dann meinen 20. Tag dann in Hasbergen dann. Also dann haben Sie noch 80 Tage, wo Sie geschont werden, denn man hat ja so eine 100-Tagesfrist am Anfang, aber Sie werden ersten Eindruck haben. Was ist Ihnen so besonders wichtig in der Betreuung, in der Beratung? Was ist hier vielleicht anders als in den Stationen? Sie werden ja viel in der Stadt. Haben Sie da schon so einen ersten Eindruck? Da fehlt mir jetzt ein konkreter Vergleich irgendwo mit zu. Ich bin hier sehr positiv und offen angekommen, erstmal soweit mit und angenommen worden von meinen Kolleginnen und Kollegen, und auch die ersten Kundengespräche, die ich führen durfte, waren sehr nett, auch von den Kundinnen und Kunden halt offen, die vorher jahrelang durch Frau Sander erfolgreich betreut wurden, und dass ich auch da erstmal gut aufgenommen wurde, das freut mich in dem Bereich erstmal, dass auch die Aspergen noch sehr offen da mit mir gegenüber letztendlich mit sind. Und sonst könnte ich jetzt aber keine großen Unterschiede irgendwo zum städtischen Bereich feststellen. Ja, wir sprachen es eben an. Die letzten 20 Jahre war ich tatsächlich im Stadtgebiet Osnabrück tätig, wenn ich das alles zusammenrechne. Aber von daher freue ich mich auch mal wieder, andere Bereiche kennenzulernen. Und das wird sich, denke ich mal, auch alles positiv hier in Hasbergen mit ergeben. Das denke ich auch. Wenn Sie mal Fragen haben zu Kontonummern, fragen Sie Ihren früheren Mitarbeiter Egon Dölling, der kannte alle Kontonummern auswendig. Das war schon wirklich ziemlich erstaunlich. Das werden Sie sicherlich noch im Laufe der Zeit mitbekommen. Der wird Sie sicherlich auch mal besuchen. Also auch ein Original ohne Zweifel. Ja. So wie das früher, ja, sicherlich noch ganz anders war, das Geschäft da. So eben kurz abschließend mal Aktien, vielleicht eben immer noch so ein Thema. Da wird ja sicherlich auch mal nachgefragt. BioNTech, CureVac, Pfizer und so weiter und so fort. Überbewertet, lohnt sich der Einstieg noch oder erstmal halten? Eine ganz spezielle Frage. Man könnte jetzt natürlich sagen, ein Großteil ist schon eingepreist in dem Bereich mit. Letztendlich bei der Einzelentscheidung von Aktienunternehmen
ist es schwer, eine konkrete Vorhersage letztendlich mitzutreffen. Generell kann ich in dem Bereich immer so sagen, es empfiehlt sich, je nach Interesse meiner Kunden dann halt auch mit, in Aktienbeimischung mitzugehen, was ich persönlich aber über einen Fonds dann bevorzugen würde, als es jetzt über eine einzelne Aktie mitzumachen. Das kann natürlich auch jeder selber für sich mit entscheiden. Nur da muss man dann wirklich mal auch den Aktienmarkt genau mit dem Blick behalten. Ansonsten bietet sich das halt an, bei der Sparkasse Osnabrück ein Beratungsgespräch zu suchen, um dann eine individuelle Vermögensaufteilung zu machen, dass man eine gesunde Mixtur hat aus Aktien, Immobilien. Ein bisschen Liquiditätspuffer gehört dann natürlich auch dann letztendlich mit hinzu. Den sollte man natürlich nie außer Acht lassen. Stichwort die berüchtigte Waschmaschine, die dann mal kaputt gehen kann, dass man da nicht auf einmal, wenn die Kurse dann doch nicht so gut sein sollten, auf einmal dann seine Fonds veräußern muss. Das wäre natürlich dann schade. Genau, wenn bei jemandem die Waschmaschine kaputt geht, dann macht er in diesen Zeiten meistens, organisiert er sich dann noch eine Wasserenthärtungsanlage und so weiter und so fort. Wir haben ja verschiedene Handwerker hier gehabt, da passiert ja eine ganze Menge in dem Bereich, also sollte man tatsächlich da ein bisschen was überbehalten. Ja, Herr Gerloth, möchten Sie Ihren neuen Kunden sozusagen noch irgendwas auf den Weg geben, irgendwie noch einen Gruß oder was auch immer, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit dazu. Ich hatte es eben schon einmal gesagt, ich freue mich auf die Aufgabe, die ich in Hasbergen übernehmen darf. Werde das nach bestem Gewissen auch ausfüllen. Freue mich, wenn Sie mich in der Filiale besuchen. Genauso natürlich auch, wenn Sie meine Kolleginnen und Kollegen besuchen, um Beratungsgespräche bei uns wahrzunehmen und wir Sie mit Tipps versorgen dürfen. Alles, was rund um das Geld mit anbetrifft, dass wir Sie auch möglichst in allen Facetten des Lebens begleiten und beraten dürfen. Ja, Herr Gerloth, genau so sieht es aus. Insofern ist gut, dass die Konstante entsprechend da bleibt. Ihnen einen guten Start. Dankeschön. Viele Grüße an das Team. Schön, dass Sie da waren. Und mir bleibt zu sagen, bleibt gesund.